Schon die Atmosphäre in diesem Raum entführt in eine andere Welt und irgendwie in eine andere Zeit. Auf den Spuren javanischer Tradition wandelten am Dienstag die insgesamt 12 Teilnehmer des Gamelan-Schnupperkurses. Eine davon war Annette Schena-Schleef. Ich komme aus der Pädagogik, also ich bin Klangpädagogin und mache auch solche Gruppenangebote und ist es eben ganz wichtig, auch mal verschiedene Sachen auszuprobieren, die ich vielleicht auch nicht vorher kenne. Und das Ausprobieren steht hier tatsächlich an erster Stelle. Gamelan-Lehrer Hartmut Zender lässt seine Schützlinge zunächst einmal die verschiedenen Klänge des über 50 Instrumente umfassenden Gamelan-Orchesters aus Java erproben. Ich will eigentlich niemandem diese Möglichkeit nehmen, dass er auch mal in einem gewissen Klangchaos für sich selber einfach mal probiert. Also die Instrumente haben so einen großen Aufforderungscharakter, dass man einfach Lust bekommt, einfach mal drauf zu hauen. Ist die erste Neugier gestillt, folgt eine Einweisung in die Spielweise. So ist es etwa besonders wichtig, dass die einzelnen Töne mit Erklingen des Folgetons abgedämpft werden. Das Wort Gamelan kommt übrigens von dem Verb gambel, das übersetzt so viel wie schlagen oder spielen bedeutet. Gamelan bezeichnet also eine altertümliche Musik, bei der man zusammenspielt. Das Besondere ist, dass es eine Gemeinschaftsmusik fördert und das ist für viele Leute heutzutage ungewöhnlich. Es fördert den Gemeinsinn und eben nicht den Eigensinn. Das heißt, keiner soll sich als Solist hervortun. Und das ist für alle von uns ungewohnt, einfach wieder als Klangkörper sich zu erleben, mit anderen ganz einfache rhythmische Dinge zu tun. Und damit haben viele Leute auch Schwierigkeiten. Allerdings kommt auch eine gewisse Freude auf, wenn man das dann mal hinkriegt. Ne? Neben der Musik bezeichnet Gamelan aber auch die spielende Gruppe bzw. das Orchester selbst. Ein Gamelan kann dabei bis zu 70 Instrumente umfassen. Also es gibt eine Familie der Gongs, das haben die großen Gongs, dann die großen Buckelgongs, die heißen Könongs, dann hier die Bonangs auf den Gestellen und dann haben wir die Gendär-Familie, die also alle Resonatoren unten drunter haben. Dann haben wir das große Slentem, das ist eine Oktave unter den anderen und führt im Grunde genommen die Kernmelodie immer an. Gegen Ende des Schnupperkurses nehmen dann die zunächst noch ungeordneten Spielversuche tatsächlich Form an und es kommen sogar Teile des Stückes Kebugiru, übersetzt Wasserbüffel, zustande, einem sogenannten Lancharan. Im Gamelan gibt es verschiedene Formate, so wie bei uns Andante oder sonst wie. Lancharan, das kommt von Lanchar, gehen, das ist also ein ruhiges, aber doch beherztes Gehen. Ne? Und da sind halt viele Instrumente sehr dicht beieinander. Und wie hat es den Teilnehmern gefallen? Das war eben sehr spannend, weil es für mich doch ganz fremde Instrumente waren. Da war meine Neugierde einfach da, wirklich jeden verschiedenen Klang mal zu hören. Und bei der ersten Runde haben wir einfach drauf rumgeschlägelt. Dementsprechend waren sie noch nicht so sauber. Erst danach haben wir ja auch eine Einweisung bekommen. Und da muss ich sagen, hat man schon den Unterschied dann gehört. Bei diesem ersten Erfolg ist es auch kaum verwunderlich, dass Annette Schena-Schleef gerne noch mehr lernen würde. Doch, ich würde gerne wiederkommen, wenn es zeitlich klappt. Hier werden ja auch mehrere Kurse angeboten. Und man hat ja gesehen, die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man erstmal in einem Stück drin ist. Ja? Wenn dann aufhört, der Kopf zu arbeiten, wenn man einfach mit dem Körper spielt. Für alle die nach dem Schnuppern mehr wollen, sind ab Mai 8-teilige Kurse mit jeweils einer Doppelstunde pro Woche geplant. Weitere Infos hierzu und zu den Schnupperkursen gibt es unter www.museenköln.de/museumsdienst.